Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Gothic 2. In der letzten Folge haben wir uns ja ein bisschen in dem Hafenviertel umgeschaut, haben kläglich in einem Kampf versagt, einiges an Informationen gesammelt, mit vielen Leuten geredet. Heute schauen wir hier nochmal um die Ecke. Wir haben immer noch nicht alles gesehen, leider. Aber wir arbeiten dran. So, mit dem Schmied haben wir ja schon mal gequatscht. Wollten ja mal gucken, ob der uns Schmiederohlinge verkaufen kann. Schauen wir mal, was er sonst noch zu sagen hat. Nichts. Aber alle Bürger haben Angst und sind misstrauisch geworden. Vor allem Fremden gegenüber. Lass dich nicht in fremden Häusern erwischen. Darauf ist keiner gut zu sprechen. Ja, vor Dieben muss man sich schützen. Am besten mit einem dicken Knüppel. Ich will stärker werden. Ja, bringt ja noch nichts. Wir haben ja noch keine leeren Punkte. Hä? Das ist die falsche Seite? Was? Und hier? Womit denn? Aha. Das war schräg. Bett. Wer bist du denn? Ignaz. Du kommst mir gerade recht. Ich suche noch einen Assistenten für ein magisches Experiment. Du willst doch bestimmt der Wissenschaft einen Dienst erweisen. Immer langsam. Sag mir erstmal, worum es geht. Ich habe einen neuen Zauber entwickelt. Einen Zauber des Vergessens. Ich konnte bereits einige praktische Anwendungen durchführen, aber mir fehlt die Zeit für einen abschließenden Test. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Ich kann dir das Brauen von Tränken beibringen. Ich kenne die Rezepte von Heilungs- und Mana-Essenzen und Geschwindigkeitstränken. Erzähl mir mehr über das Experiment und den Zauber. Der Zauber dient dazu, dass der Betroffene verschiedene Ereignisse wieder vergisst. Bisher konnte ich nur feststellen, dass er funktioniert, wenn der Betroffene verärgert ist, also wenn er gerade bestohlen oder niedergeschlagen wurde. Auch wenn er eine solche Tat nur gesehen hat, wird er sie wieder vergessen. Heißt das, ich soll irgendjemanden niederschlagen und dann verzaubern? Das macht dann wohl nur Sinn, wenn derjenige nach der Schlägerei wirklich verärgert ist. Hier im Hafenviertel sind Schlägereien nichts Ungewöhnliches. Also müsste ich mir schon woanders ein Opfer suchen. Ja, ich denke, du hast verstanden, worum es geht. Aber um jemanden zu verärgern, reicht es, wenn du ihn angreifst. Du musst ihn nicht niederschlagen. Bevorzugt dafür sind Leute, die alleine sind. Wenn noch weitere Personen anwesend sind, kriegst du nur Probleme mit Lord André. Und es macht wenig Sinn, den Zauber auf jemanden zu sprechen, der dich gerade angreift. Warte auf den richtigen Augenblick. Alles klar. Okay, ich teste den Zauber. Dann nimm diese Spruchrolle und such dir ein geeignetes Versuchsobjekt. Mach ich. Wenn du die Sache erledigt hast, komm zurück und erzähle mir, wie es gelaufen ist. Eine Spruchrolle. Wer ist er denn hier? Was hast du nur für Leute hier rumstehen? Aha. Na warte, du dreckiger Dieb! Da haben wir ja schon unser Opfer. Bleib stehen, du Lump. Ist er weg? Er geht wieder zurück. Oh. Und dann machen wir... Das ist hier vergessen. Okay. Das war ja fast so einfach, wenn das jetzt klappt, ne? Krieg ich dich doch noch. Uah. Nein, kriegst du nicht. Kriegst du nicht. Das kriegen wir bestimmt hin. Aber das muss ich ein bisschen cleverer machen. Bleib stehen, du Lump. Nein, ich will nicht stehen bleiben. Und ich bin auch kein Lump. Uah. Oh, das klappt ja wieder super. Also so quasi gar nicht. Der braucht doch jetzt 10 Stunden, um wieder zurückzulaufen. Erzähl mir doch keinen. Komm, wir gehen schon mal wieder zurück. Ich will nicht stehen bleiben. Na gut, dann gucken wir uns hier erst um. Der ist ja jetzt wohl nicht mehr hinter mir her, oder? Bürgerin? Wer bist du? Bürger? Bürgerin? Edna. Was kochst du da? Edna. Eine Fischsuppe. Sie ist nicht besonders würzig, aber wenigstens heiß. Du kannst gerne einen Teller probieren. Was kannst du mir über die Stadt sagen? Die meisten Bürger der Stadt haben Angst vor Dieben. Deshalb ist es keine gute Idee, fremde Häuser zu betreten. Aber wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, kannst du gerne in meiner Hütte schlafen. Ich habe noch ein Bett frei. Hast du keine Angst vor Dieben? Das einzig Wertvolle, was ich je besaß, ist mir schon genommen worden. Meine Innos-Statue wurde mir gestohlen. Alter, wer macht denn sowas? Kannst du mir eine Suppe kochen? Ich koche für alle Leute. Auch für dich, wenn du willst. Du musst mir nur einen Fisch bringen. Kannst du mir eine Suppe kochen? Nichts leichter als das. Hier, nimm einen Teller. Kannst du mir eine Suppe kochen? Ist sie besser als der Fisch? Oh.
So, ist er jetzt wieder zurück? Kann ich ihn jetzt einfach verzaubern? Nee, ist kacke, wenn ich Zauber in der Hand habe. Hey du, was schleichst du da rum? Mann, ich versuche zu zaubern. Gehen das jetzt wieder weg? Hey du, was schleichst du da rum? Entspann dich. Ich habe die Spruchrolle angehört. Gut, gut. Und, hattest du Erfolg? Ja, es hat funktioniert. Ausgezeichnet. Ein kleiner Fortschritt für die Wissenschaft, aber ein großer für mich. Jetzt kann ich meine Zeit nutzen, um dich in den Künsten der Alchemie zu unterweisen. Und wenn du willst, kannst du auch einige nützliche Dinge von mir haben. Hast du Rohstahl? Zeig mir deine Ware. Nein, hat er nicht, aber Tränke. Was ist das hier alles? Vergessen, es kostet 100. Schlaf. Was auch immer. Irgendwelche Verwandlungen, alle möglichen Tiere, wen ich haben. 200, aber kann ich 5 Minuten rennen. Ja, das war immer mein Hinterkopf. Davon nehme ich mal ein paar. Die brauchen wir mit Sicherheit. Okay. Lehre mich die... Zur Herstellung eines Tranks am Alchemietisch brauchst du eine Laborflasche. Hab und ich. Du benötigst unterschiedliche Pflanzen oder andere Ingredienzien für jeden Trank. Essenz der Heilung. Könnten wir lernen. Das ist gut. Lass mich mal an deinen Alchemietisch. Blub. Mana-Tränke, Heiltränke, spezielle Tränke, Schnaps brennen, Tabak mischen. Heiltränke. Krass. Haben wir. Können wir nochmal? Feldknödrig und 2 Heilpflanzen. Zu wenig Rohstoffe. Naja, gut. Feldknödrig. Alles klar. Gut zu wissen. Müssen wir Feldknödrige suchen. Bin noch gar nicht mehr da. Speichern vorher mal. Der hat da noch Sachen im Schrank stehen, die will ich haben. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Das müssen wir unbedingt lernen. Da können wir bestimmt noch ein paar Mark machen. Gold, Gold. Ein paar Gold können wir machen. Womit denn? Ja. Ja. Okay, nächstes Level up lernen wir erstmal Schlösserknackser. Okay, jetzt haben wir noch diesen Laden hier. Da gucken wir nochmal rein. Orca. Was stehst du hier draußen rum? Geh rein und triff dich mit der leidenschaftlichen Nadja. Dieses heiße Geschöpf der Nacht wird deinem Leben einen neuen Sinn geben. Aha. Hey du, wo gehst du hin? Ganz egal, was du vorhast, dafür ist noch später Zeit. Du stehst hier vor der Perle Corinis, der roten Laterne. Die das rote ist das Laterne. Verdammt nochmal schönste Bordell von ganz Myrtana. Seefahrer aus den entferntesten Ecken der Welt legen hier an, nur um ein paar Nächte in der roten Laterne zu verbringen. Und du hast jetzt die Chance, ja sogar die Ehre, eine Nacht mit Nadja, der leidenschaftlichsten Blüte der Götter, zu teilen. Komm rein und du wirst erleben, wovon andere nicht mal träumen können. Alter, ich wollte ja rein, aber du laberst mich die ganze Zeit voll. Außerdem heißt sie Sonja. Ach, das ist Nadja. Gehört dir der Laden hier? Ich bin Bromor. Das hier ist mein Haus und das sind meine Mädels. Ich mag meine Mädels. Und wenn du meine Mädels auch magst, dann bezahlst du dafür 50 Goldstücke. Und komm nicht auf die Idee, hier Ärger zu machen. Sind deine Mädchen noch vollzählig? Selbstverständlich. Aber der eine oder glaubst Brust. Du, ich wegen sowas im Knast landen? Und der andere nicht volljährig. Ich meine vollzählig. Ist dir mal ein Mädchen abhanden gekommen? Ach so, ja. Tatsächlich ist eins meiner Mädchen weg. Lucia ist ihr Name. Ich habe es auch schon der Miliz gemeldet. Aber die behaupten bisher noch keine Spur von ihr gefunden zu haben. Alles klar. Seit wann ist Lucia nicht mehr da? Schon einige Tage. Genau weiß ich das nicht. Ich gehe davon aus, dass sie mit einem ihrer Freier durchgebrannt ist. Das Miststück hat einen Teil meiner Ersparnisse mitgehen lassen. Es war eine sehr wertvolle goldene Schale. Wenn ich sie zu fassen kriege, kann sie was erleben. Was geht dich das eigentlich an? Willst du dich jetzt amüsieren oder was? Später vielleicht. Hallo, sprich mit Bromor, wenn du Spaß haben willst. Dann krieg ich ja nur Nadja. Hey, ich kann mich jetzt nicht um dich kümmern, Süßer. Sprich mit Bromor, wenn du dich amüsieren Alter, willst. Alter, die Gesichter. Ich will dir nur ein paar Fragen stellen über die verschwundenen Leute.
Ich könnte dir einiges erzählen, aber nicht hier, Süßer. Dann lass uns nach oben gehen. Gut. Aber vorher regelst du das mit Brumor. Ich will keinen Ärger. Alles klar. Er sollte lieber den Mund. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Wir gehen erst oben gucken. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Ich glaube da nicht dran. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ist doch wahr. Hey, was liegt an? Mann, ich bin beschäftigt. Lass mich in Ruhe. Womit? Ihr seid doch noch angezogen. Hey, ich bin beschäftigt. Ja, die reden halt nicht mit ihm. Ich glaube ja nicht, dass das alles ist. Hat. Schrank. Was man halt so braucht, ne? Ich habe für so etwas keine Zeit. Das ist mal wieder typisch. Alles klar, hier ist nichts zu kriegen. Abkürzung. Geht's aber ab. Und das ohne Mucke. Ich habe für so etwas. Ja, komm, 50. Vielleicht kriegen wir noch Informationen. Ich habe was anderes gehört. Ich will mich amüsieren. Gut. Die nächsten Stunden deines Lebens wirst du so schnell nicht vergessen. Geh mit Nadja nach oben. Gib mir 2 Minuten. Viel Spaß. Das habe ich schon gesagt. Lass uns hochgehen. Heute ist dein Glückstag, Süße. Gehen wir. Ich bin schneller als wie du. Ich bin schneller als wie du. Wo bleibst du denn? Wo wollen wir denn hingehen? Ich könnte dir sagen, was du. Ehrlich, ich habe selbst erlebt. Die nächsten Stunden kannst du mir dabei zusehen, wie ich die Treppe hochgehe. Oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, hier erzähle ich gar nichts mehr. Ich kann auch langsam. Und trotzdem bin ich schneller zu. Da zieht er vorbei. Links in der Kurve. An vorbei ist er. Und Sieger. Das ganze Leben ist ein Wettkampf. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Und es wird noch viel schlimmer. Können wir jetzt reden? Hier oben sind wir ungestört. Brumor sieht es nicht gerne, wenn wir während unserer Arbeit mit den Gästen reden, ohne dass es ihm etwas einbringt. Du willst also mehr über die verschwundenen Leute hier am Hafen erfahren, Boah, das Gesicht ja? ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob ich dir eine große Hilfe sein kann, aber ich kann dir sagen, wohin Lucia verschwunden ist. Das war doch seine Entscheidung. Wohin ist sie verschwunden? Sie hat sich öfter mit Elwitsch, dem Lehrling des Tischlers Torben, aus der Unterstadt getroffen. Ich wette mit dir, dass sie mit dem jungen Kerl durchgebrannt ist. Interessant. Ist doch wahr. Wo könnten die beiden hingegangen sein? Wenn sie nicht von den Wölfen gefressen wurden, dann schätze ich, sind sie bei den Bauern untergekommen. Ich werde mich da nicht. Wo sollten sie auch sonst hin? Alles klar. Was weißt du sonst noch? Ich habe vieles über verschwundene Leute hier am Hafen gehört. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den Geschichten Glauben schenken darf. Du solltest dich mal mit den Händlern hier unten unterhalten. Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Nun, was ist mit uns beiden, Schätzchen? Immerhin hast du dafür bezahlt. Willst du dich nicht noch ein wenig amüsieren, bevor du wieder gehen musst? Schlimme Zeiten sind das. Ja, warum nicht? Wir haben dafür bezahlt. Was machen die denn da? Hallo. Muss ich das zensieren? Die haben gar nichts gemacht. Alles klar. Danke, war schön. Tschüss. Ach, erzähl mir nicht sowas. Das ist doch kein Geheimnis. Ach, erzähl mir nicht sowas. Irgendwann musste es ja so sein. Das weiß doch inzwischen jeder. Er redet einfach zu viel. Was du nicht sagst denn sowas? Ich könnte dir Sachen erzählen. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Nö, haben uns genug amüsiert. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ich wollte sagen, jetzt ist dunkel. Erzähl mir doch keinen. Erzähl alles weiter. Ja, mach ich auch. Das darfst du keinem erzählen. Warte. Fischstube zum glitschigen. Zur glitschigen Freude. Alles klar. Ja. Oh, Ben kann ich hier, oder? Du hast hier nichts zu suchen. Warum nicht? Ich bin müde. Ja, schon ist das Wetter wieder besser. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Ja, ich musste mich kurz ausruhen. Mein Gott, ich war hier gerade in der roten Laterne. Da bin ich nicht zum Schlafen gekommen. Entspann dich mal. So, speichern. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Das weiß doch inzwischen jeder. Quatsch mich nicht direkt voll, wenn ich da rein will. Hey, ich kenne dich nicht. Was willst du hier? Willst du in die Kneipe? Nein. Ja, hast du was dagegen? Du hast hier nichts verloren, Kleiner. Er redet einfach zu viel. Das ist ja schrecklich. Mir geht es besser. Reg dich nicht auf. Ich will nur ein Bier trinken. Okay, aber der Eintritt kostet dich 50 Goldstücke. Vergiss es. Was du nicht sagst. Vergiss es. Du kriegst nicht ein Goldstück. Dann nehme ich mir halt alles, was du hast, sobald du im Staub vor mir liegst. Wow. Ich erzähle dir doch nichts Neues. Genau das habe ich auch gesagt. Nee. Also wird das hier nichts mit uns, mein Freund. Ja. Oh. Zeit auf!
Jetzt geht's Scheiß. Zur Sache. Nein, warum visiere ich den denn immer an? Wir waren so gut. Also, was heißt so gut? Der war so schlecht. Mach keinen Scheiß. Bleib stehen, du Lump! Alter, gegen den kommen wir noch. Ja, klar. Gold, das ist schon mal. Dich mach ich fertig. Ich mach dich sowas von fertig. Alter, der hat mir mein Gold geklaut. Du steh doch wieder auf, du Lusche. Wo ist mein Bogen? Alter, der hat wirklich unser ganzes Gold. Das geht gar nicht. Das geht einfach nicht. Na warte, du Mist. Leg dich nie. Den schaffen wir. Alter, steh wieder auf. Der hat noch nicht mal Gold dabei. Ja, warum wohl? Steh wieder auf. Alter, jetzt liegt da nicht die ganze Zeit rum. Nun nimm es doch. Ja, das war jetzt mit Sicherheit der falsche Trank. Immer fester drauf, Mistkerl. Puh, Alter. Hä? Alter, wir hatten mehr Kohle. Erzähl mir doch keinen, wir hatten über 1000. Alter, jetzt sag nicht, dass meine ganze Kohle weg ist wegen dem Penner hier. Nicht zu plündern. Obwohl, wir haben ein bisschen was gekauft, aber so viel haben wir doch im Leben nicht ausgegeben. Darüber reden wir noch. Was tun wir? Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst Alter, du? Wie viel Kohle hatten wir vorher? Du kennst dich hier im Hafen aus, oder? Klar doch. Wieso? Was sind denn für Gerüchte im Umlauf? Alter, wir haben voll viel Kohle wir verloren. Wir mögen es hier nicht, wenn zu viele Fragen gestellt werden. Besonders nicht von Fremden. Man kriegt sich dein Geld, komplettes Geld wieder, wenn man den danach umbaut? Wieso sehe ich keine Miliz? Die traut sich hier nicht hin. Wir nehmen die Sachen selbst in die Hand. Wie läuft der Schiffsverkehr? Das einzige Schiff, das in letzter Zeit hier angekommen ist, ist das Schiff der Paladine. Es legte drüben hinter dem Felsrücken im Südwesten an. Okay. Alter, das hat uns richtig Geld gekostet, so eine Scheiße. Aber wie gesagt, so spiele ich das Spiel. Ich lade jetzt nicht neu. Es ist, wie es ist. Ach, erzähl mir nicht sowas. Das ist doch alles nur Gerede. Wer bist du? Hey, ich habe keine Zeit mit dir zu plaudern. Schick mir eine Karte, wenn du Informationen willst. Du sitzt doch hier in der Blöhrung. Okay. Dann lass mich einfach. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Das ist eine schlimme Sache. Ich sollte lieber. Wie sieht's aus? Wenn du was trinken willst, dann bestell dir was. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Du kriegst doch bestimmt eine Menge mit. Und? Was geht dich das an? Ich habe immer ein offenes Ohr für Neuigkeiten. Hast du auch einen offenen Geldbeutel? Jede Information, die ich dir gebe, kostet dich 10 Goldstücke. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Ich habe das angesehen. Ich gebe dir höchstens 5 für deine Informationen. Was? 5 Goldstücke? Willst du mich ruinieren? Sagen wir 7. Okay, 7 Goldstücke klingt gut. Eine gute Entscheidung. Also, wenn du was wissen willst, frage mich. Ich habe was anderes gehört. Hier erzähle ich gar nichts mehr. Ich brauche Informationen. Ich habe was anderes gehört. Er muss das ja besser wissen. Wer zählt zu den einflussreichen Bürgern der Stadt? Hier unten am Hafen wirst du niemanden finden. Der einzige mächtige Mann hier ist Lehmann. Der Geldverleiher wird zwar nicht gerne gesehen, aber er hat Gold und andere einflussreiche Bürger haben Schulden bei ihm. Die Händler und Handwerker haben auch viel Einfluss. Zu viel für meinen Geschmack. Ist das wirklich wahr? Ich glaube da nicht dran. Wer hat alles Schulden bei Lehmann? Wenn du das wissen willst, wirfst du am besten mal einen Blick in sein Schuldenbuch. Dürfte nur ziemlich schwierig sein, daran zu kommen, ohne dass er es merkt. So viel wie ich weiß, trägt das nämlich immer bei sich. Das habe ich schon immer gesagt. Das ist ja schrecklich. Ja, das weiß ich. Was weißt du über die vermissten Bürger? Nur so viel, dass die letzten Tage einige Leute nicht mehr aufzufinden sind. Hier am Hafen ist es besonders schlimm, sagt man sich. Frag doch mal die Leute hier im Hafen. In der Unterstadt soll es auch einige Fälle gegeben haben. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit Coragon. Er hat seine Kneipe in der Unterstadt und bekommt vielleicht das ein oder andere mit. Der Fischhändler Halvor unten am Kai könnte auch was wissen. Viele Leute gehen regelmäßig zu ihm. Alter, das waren ja... Was hast denn du zu trinken? Gib mir was zu trinken. Bin ich arm. Das war ja sinnvoll. Und das hat uns so viel Geld gekostet wegen dem Penner. Kann ich die nochmal umhauen und dich nochmal Geld wegnehmen?
nichts zu holen. Ich habe was anderes gehört. Ich wüsste nicht, wo ich die Kohle ausgegeben haben soll. Gut, wir haben ein paar Tränke gekauft, aber so teuer waren die jetzt auch nicht. War lächerlich. Bestimmt, weil der uns mehrmals umgehauen hat. So, da mit dem sollte ich reden. Ich habe für so etwas keine Zeit. Zeig mir deine Fische. Okay, langweilig. Ich nehme einmal Schlaf mit. Weil wir ja bei dem Geldleier in Schuldnerbuch gucken sollen. Das ist ja schrecklich. Habe ich jetzt so rausgehört aus der Information auf jeden Fall. Na, Schlaf kostet 200, egal. Ich glaube da nicht dran. Dann kriegen wir das, glaube ich, hin. Hallo. Zeig mir deine So, Schlaf. Kostet nur 100. Das ist gut. Alles klar, danke dir. Ich benutze nochmal dein Bett. Ich bin ein bisschen verletzt. Alles klar. Wenn die Leute schlafen, kann ich die denn dann ausnehmen? Weil ich muss ja an sein Inventar quasi. Ja, kommen wir hier auch lang. Ab zum Geldverleiher. Wuhu. Speichern. Mein Mann sieht das anders. Und das ist viel schlimmer. Geht das wovon hier? Speichern habe ich gerade, ne? Das ist doch kein Schlimmer. Ja, das habe ich schon immer gesagt. Das ist ja interessant. Man tut sich das aber nicht so. Ach, erzähl mir nicht so was. Schließlich mit eigenen Augen gesehen hätte. Es ist mal wieder typisch. Hey, du. Ehrlich? Warte mal, da müssen wir nochmal probieren. Hä? Was heißt das? Was war das für eine Fehlermeldung? Eine Fehlermeldung? Schützt es jetzt ab, oder nicht? Kostig, ey. Das sind sogar die Fehlermeldungen, geil. Das ist doch kein Geheimnis. Ich sag, warum höre ich niemanden reden? Ich weiß nicht. Hey, du. Nein. Ich will nicht mit dir reden. Hä? Was ist jetzt los hier? Hallo? Ich wollte mich neben deinen Stuhl setzen. Alles klar, Spiel ist abgeschützt, bin gleich wieder da. Oh, da sind wir wieder. So, Spiel ist abgestürzt, jetzt sogar schon mehrere Male. Also mit Schlaf funktioniert es nicht, das habe ich jetzt mehrere Male ausprobiert. Und die Fehlermeldung kam auch immer wieder. Ich weiß nicht, ob das einfach bescheuert ist, den im Schlaf versucht an sein Portemonnaie zu gehen, aber man weckt ihn sowieso immer wieder auf. Also Schlaf funktioniert definitiv nicht. Golden, okay. Silberteller. Aha. Truhe. Wir reden jetzt erstmal einfach so mit denen. Und dann müssen wir das miteinander mal probieren, wenn wir ein bisschen stärker sind, dass wir ihn vielleicht anhauen können. Ich bin der Geldverleiher und du kommst zu mir. Was wirst du schon von mir wollen? Geld natürlich. Ne, brauchst du nicht. An Geld komme ich schon selber ran. Okay. Ich habe was anderes gehört. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Die Stadtwache hat vor kurzem das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt. Sie waren auf der Suche nach Diebesgut. In letzter Zeit gab es eine Menge Diebstähle hier. Vor allem in den besseren Vierteln. Klar, dass sie das alles auf die armen Schlucker im Hafen schieben wollen. Was soll ich mich denn noch alles kümmern? Okay. Das ist ja schrecklich. Okay, wir sind noch nicht viel weiter. Ich dachte, da steht eine Truhe. Ich hänge hier fest. Wir haben noch ein Beutelchen mit Geld. Alter, das ganze Geld weg ist, nervt mich jetzt schon ein bisschen an, aber ich kann es ja nur auch nicht ändern. Alter, was ist denn hier passiert? Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Mit dir wollte ich reden. Warte mal. Junge, das Gehämmer von diesem Irren macht mich total fertig. Wen meinst du? Hörst du nicht das Hämmern? Wer hämmert denn den ganzen Tag im Hafenviertel? Ich meine den irren Fellan. Der hämmert jeden Tag an seiner Hütte herum. Sind das deine Schafe? Mir gehört nur das eine, das auf den Namen Lucy hört. Das ist meine Frau, die Lucy. Die Schafe gehören der Miliz. Alle Schafe, die sie von den Bauern einkassieren, bringen sie zu mir. Ich könnte mich um Fellan kümmern. Du willst mir helfen? Was hast du davon? Sag du es mir. Ach, so sieht's aus. Na gut, wenn du es schaffst, dass er mit dem Gehämmer aufhört, zahle ich dir 25 Goldstücke. Aber eins sage ich dir gleich. Mit dem Kerl kannst du nicht reden. Der ist irre. Da helfen nur ein paar ordentliche Schläge. Ja, aber das können wir nicht so gut. Wenn ich ihn verprügle, bekomme ich doch Ärger mit der Miliz. Hier im Hafenviertel kümmert sich keiner um Schlägereien. Nur wenn du hier was klaust oder dich an den Schafen vergreifst, bekommst du Ärger. Alles klar. Ich werde sehen, was ich machen kann. Du kannst es dir ja noch überlegen. Denke daran. Ich zahle dir 25 Goldmünzen.
Mir gehört nur das eine Schaf, meine Frau. Hey. Warum hämmerst du? Ich versuche schon seit Tagen verzweifelt, mein Haus wieder dicht zu kriegen. Während der letzten Regenfälle ist das ganze Gebälk völlig morsch geworden. Bald wird hier alles zusammenbrechen. Hey. Kannst du auch mal aufhören zu hämmern? Nein, ich muss das hier fertig machen. Wenn du mit der Hämmerei aufhörst, gebe ich dir 10 Goldstücke. Ui, sehr großzügig von dir. Aber dein Gold kannst du dir... Na, du weißt schon, wohin du es dir stecken kannst. Wo die Sonne nicht scheint. Hör einfach auf zu hämmern, okay? Geh mir doch einfach nicht auf den Sack, okay? Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ich kann das nicht anklicken. Na super. Ich hätte ja gerne vorher nochmal gespeichert. Oder ich breche dir alle Knochen. Lass es lieber bleiben, sonst hämmere ich mal ein bisschen auf dir rum. Wir speichern. Und hämmern. Das wirst du bereuen. Alter, treffe ich den vielleicht auch mal? Alter, würde ich sagen, ich wollte auch mal blocken. Das war knapp. Ich habe das... So weit entfernt, ja. Gib mir noch mal ein bisschen von deiner Kohle. Und dein Hammer. Kluges Kerlchen. Hey, du. Okay, du hast mich geschlagen. Das war ja eine richtige Heldentat. Hörst du jetzt mit dem Hämmern auf oder muss ich dich nochmal verprügeln? Alle Kommando. Nein, nicht mehr schlagen. Ich auf. Aber du bist schuld, wenn hier alles zusammenbricht. Alles klar. Da kann ich mein Leben. Hä, was stimmt nicht mit euch? Ihr rennt doch auch da rein. Das ist mal wieder typisch. Fellan wird nicht mehr hämmern. Hörst du das? Kein Hämmern mehr. Endlich. Ich dachte schon, der Kerl hört nie auf. Damit hast du mir einen großen Gefallen getan. Gern geschehen. Weißt du was? Ich gebe dir dafür 30 Goldstücke. Alter. Hallo, deine Frau macht mich gerade an. Hilfe. Puh, das war knapp. Und? Was machen die Schafe? Die Schafe fressen und werden immer fetter. Genau wie meine Frau. Alles klar. So, wenn ich mich jetzt recht erinnere, haben wir hier unten soweit alles abgehakt. Auch wenn wir ganz schön kläglich versagt haben, immer wieder. Ich wollte noch einmal über die Dächer rennen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch mehr rumlag. Schönen guten Tag. Hallo, ich grüße euch. Yay, schön, dass ihr da seid. Achso, den müssen wir noch umhauen, aber also man sieht ja wohl, wir haben einfach null Schnitte. Null. Kostet uns nur unendlich viel Geld. Da müssen wir uns noch ein bisschen besser vorbereiten. Okay, hier liegt nichts. Da liegt doch noch was. Trank. Nehme ich. Da liegt auch noch ein Beutel. Lederbeutel. Ich wusste, hier liegt da noch was. Nein. Wo bin ich? Kann ich hier wieder hoch? Ein Glück. Muss ich nicht den ganzen Weg nochmal laufen. Alter, spring doch da hoch. Das ist doch jetzt nicht so schwer. Stimmt ja nicht mit dir. Okay. Da liegt auch noch was. Honig. Ah, guck an. Die leere Lederbeutel auf dem Dach stellen. Seht ihr noch was? Ich sehe nichts mehr. Können da nochmal rüber hüpfen. Hep. Okay. Oh, ich kann nicht hüpfen. Und, hep. Ja, ich wollte hier runter. Na gut, das hat uns ja wenigstens wieder ein bisschen Kohle gebracht. Alter, 50. Und nochmal 25. Aber ist ja nicht annähernd das, was wir vorher hatten. Silberkelch 100. Ich glaube da nicht dran. So, wem sollen wir denn jetzt was sagen? Batas. Was wir so an Informationen gesammelt haben. Bisher hat uns das alles noch nicht wirklich was gebracht. Ah, fällt gerade ein, was wir noch machen können. Wir müssen ja noch einmal zu diesem Strand hinschwimmen. Aber so groß war... Wegen der vermissten Leute. Ja. Ich will dir erzählen, was ich weiß. Was hast du herausgefunden? Bisher leider nichts Wesentliches. Na super. Erstmal mit allen und jedem geredet und das ist der Dank. Aber es stimmt ja wirklich, wir haben ja wirklich noch nicht was rausgefunden. Noch nicht viel rausgefunden. So, hier war doch der Kneipentyp, oder? Nein. Mit dir wollte ich nicht reden. Weg. Da ist er. Aber mit dem haben wir doch eigentlich auch schon gequatscht. Aber vielleicht redet der jetzt dann noch mal ein bisschen mehr mit uns. Nö, tut er nicht. Hat der? Zeig mir deine Waffe. Nein, hat er nicht. Warum sollte er es auch haben? Ja, dann
schwimmen wir nochmal eben den Strand entlang. Wir sind zwar schon wieder bei 40 Minuten, aber wie gesagt, diese ganzen Labergeschichten, die lasse ich ein bisschen schneller laufen, dass es nicht ganz so trüge wird. Aber das hatte ich auch schon mehrmals erwähnt. Sobald wir dann... Ach, das sind ja gar keine Segel, Fahnen, wie ich es am Anfang gedacht habe. Das ist das Schiff, jetzt erkenne ich das. Hier haben die doch immer Geld versteckt in den Ecken. Hier nicht? Kann mir doch keiner erzählen. Da, siehst du. Ich darf sagen, in den Ecken ist immer Kohle. Wieder 25. Du. Am Anfang dachte ich ja, das sind Fahnen auf dem Berg. Sind das gar nicht. Man konnte nur früher nicht so weit gucken, deswegen konnte ich mich da nicht dran erinnern. So. Mal da unten schon eine Tür. Kommen wir da rein? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nicht auf. Alles klar, wir brauchen den richtigen Schlüssel. Hallo? Hallo? Was machst du da? Schwimmen einfach. Ganz normales Schwimmen. Ein Rochen. Geil. Gab es die früher auch schon? Cool. Wir haben Rochen gesehen. Wie viel Sinn macht denn das da hinten wohl zum Schiff zu schwimmen? Hat das jemand ausprobiert? Ich würde es hier machen. Mache ich gleich nach der Folge. Wenn was ist, nehme ich es auf. Eine Klappmuschel. Ist hier wer? Steintafel. Irgendwer böse? Sehe ich hier niemanden. Was ist das? Noch eine Klappmuschel. Hörmuschel. Da, Fisch. Fisch. Da hängt auch noch ein Fisch. Ich will meinen Fisch. Klappmuschel. Nehm, ich bin Jäger und Sammler. Ist hier noch wer? Weiter geht's hier, glaube ich, auch nicht. Da sitzt doch jemand. Das ist doch schon wieder ein Pirat, ich seh's doch. Eine Truhe ohne Schloss vor. Da bist du ja endlich. Ich warte ja schon seit Stunden. Warum? Aber Moment mal. Du bist gar kein Händler aus der Stadt, oder? Wo ist Baltram? Wer bist du? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Aber wenn du es unbedingt wissen willst, mein Name ist Skip. Na, klingelt's? Wer? Jetzt sag bloß, du hast den Namen Skip noch nie gehört. Meine Fresse, wo lebst du denn? Ich bin einer der meistgesuchten Verbrecher in Korinnis. Meine Jungs und ich machen schon seit Jahren die Gewässer um diese lausige Insel hier unsicher. Das musst du doch schon mal gehört haben. Ja, natürlich. Jetzt fällt's mir wieder ein. Ehrlich? Du hast wirklich schon von mir gehört? Nein. Du Scheiße. Ich hatte mir schon überlegt, in die Stadt zu marschieren. Ein Glück, dass ich das nicht gemacht habe. Die Miliz hätte mich sicher sofort in den Knast gesteckt. Baltram? Wartest du auf einen Händler? Du bist wohl ein ganz schlauer, was? Das habe ich doch eben gesagt, oder etwa nicht? Dieser Nichtsnutz von einem Kleinkrämer hat mich wohl vergessen, so wie es aussieht. Der soll mir nochmal in die Finger kommen, sage ich dir. Wo kommst du her? Du willst wissen, wo unser Unterschlupf ist? Wenn ich dir das erzähle, dann könnte ich mich ja gleich der Miliz stellen. Außerdem würde dir das sowieso nichts nutzen, falls du vorhaben solltest, uns aufzusuchen. Die Insel Korinnes ist groß und da, wo wir sind, kommt sowieso niemand hin. Es sei denn, er fährt mit einer Kogge oder einem Schiff. Dann müsstest du auch noch einen Weg durch die Klippen finden. Niemand kommt dadurch, es sei denn, er kennt den geheimen Weg. Es gibt nur zwei Menschen, die den Weg kennen. Und du bist keiner von ihnen. Alles klar. Eine Menge Einwohner werden vermisst und alles deutet darauf hin, dass du daran nicht ganz unschuldig zu sein scheinst. Verdammt, aber die Sache ist nicht so, wie du denkst. Sehe ich etwa aus wie ein Menschenhändler? Nein, ich transportiere Waren. Was das für Waren sind und wo die herkommen, geht mich nichts an. Wir haben viele Dinge für diese Schweine geschippert. Am Anfang war es ganz normaler Kram. Naja, das eine oder andere war Schmuggelware. Doch irgendwann fingen sie an, die Bewohner der Stadt zu entführen. Keine Ahnung, was sie mit ihnen vorhaben. Wir haben sie nur rübergefahren. Von wem sprichst du? Von den Banditen, Mann. Von wem sonst? Das schmierige Pack, das sich hier überall auf der Insel breit macht. Und nicht nur hier um Korinnes. Banditen reicht mir nicht. Ich will einen Namen. Einen Namen? Ah, du willst wissen, wer der Kopf der Banditen ist. Verdammt, wie hieß denn der Hund nochmal? Mir fällt der Name von dem Kerl nicht mehr ein. Aber war ja eigentlich ganz einfach zu merken. Aber ich kann dir zeigen, wo du den Boss der Bande in diesem Teil von Korinnis finden kannst. Hast du eine ordentliche Landkarte dabei? Nein. Dann werde ich dir wohl beschreiben müssen, was? Weit im Osten gibt es einen sehr großen Bauernhof. Ich glaube, der Bauer dort heißt, Onar. Er hat ziemlich große Felder da. Im Süden dieser Felder gibt es eine kleine Festung auf einem hohen Felsen. Da sitzt der Typ, den du suchst. Jetzt fällt mir auch sein Name wieder ein.
Dexter. Wo habt ihr die Leute hingebracht? Ich hab dir schon gesagt, ich werde dir nicht verraten, wo sich unsere Bucht befindet. Alles klar. Das waren ja mal sinnige Informationen, die vielleicht auch mal zu irgendwas führen. Darf ich jetzt die Truhe da leer machen? Hier war doch ein Feldknöderich. Geil. Können wir wieder einen Tank machen. Nicht noch eine Truhe rein und ich würde die gerne ausrauben. Oh. Warum nicht? Nehme ich. Sehr schön. Und die Truhe hinter dir? Wie geil findest du das, wenn ich da jetzt beigehe? Scheint ihm total egal zu sein. Das ist sicher super. Schön, dass wir es ausprobiert haben. Fackel. Fackel. Stängel Sumpfkraut. Gold. Apfeltabak. Hammer. Rostige Axt. Wasser. Du brauchst das ja alles anscheinend nicht, ne? Nö. Ja, schön. Nehme ich. Alles klar. Wir haben endlich mal Informationen bekommen, die uns wirklich weiterhelfen können. Ob sie das tun oder nicht, sehen wir leider erst in der nächsten Folge. So. So, wir sind jetzt unten irgendwie überall durch. Ich kann jetzt nochmal mit Vatras quatschen. Und ansonsten würde ich sagen, müssen wir irgendwie mal an deren Punkte kommen, dass wir weiterkommen im Spiel. Das gibt's doch gar nicht. Unfassbar. Naja, gut. Wir sehen es ja in der nächsten Folge. Ich denke, dass wir dann die Stadt mal verlassen. So mal die nähere Umgebung noch ein bisschen weiter erkunden. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss.